Schnell weg, schnell weg. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Was war das denn gerade für eine beunruhigende Situation dort im Parkhaus? Verfolgt zu werden von jemandem. Vielleicht auch verfolgt zu werden von jemandem mit rechtsextremem Gedankengut. Rechtsextremismus, Antisemitismus, rechte Parteien, all die haben bei uns in einer Demokratie nichts zu suchen. Und trotzdem kommt es zu Übergriffen in der Zivilgesellschaft. Im Landesjugendring diskutieren wir seit dem Frühjahr heftig, weil es auch auf Übergriffe kam in den einzelnen Verbänden. Unter anderem zum Beispiel bei den Falken. Haupt- und Ehrenamtliche wurden da angegriffen. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich hier abends aus dem Landesjugendpfarramt gehe, gehe ich ruhigen Gewissens zum Fahrradschuppen, schließe es auf und fahre mit dem Fahrrad nach Hause. Bei denen ist es manchmal so, dass sie doch schon noch mal einen Blick nach links und rechts werfen, weil sie auch abgefangen wurden von Rechtsextremen, weil sie bedroht wurden und zum Teil auch verprügelt wurden. Ist euch das auch schon mal passiert? Hattet ihr auch schon mal so eine Situation auf der Straße oder dass euch jemand verfolgt hat, dass ihr eure Meinung gesagt habt und dafür angegriffen wurdet? Nun, wir haben uns im Landesjugendring überlegt, wir wollen diese Geschichten gerne aufschreiben. Das sollen keine Geschichten sein, die man sich im Alltag erzählt und die in Vergessenheit geraten. Wir wollen deutlich machen, dass Alltagsrassismus bei uns nichts zu suchen hat. Also wenn du Teil der Geschichte werden möchtest, dann schicke deine Geschichte mit deinem Foto an geschichten@ljr.de oder geh auf die Website des LJRs. Dort kannst du in einem Kontaktformular deine Geschichte aufschreiben. Dafür musst du unter 27 Jahre sein. Es besteht die Möglichkeit, das auch zu anonymisieren. Das Ganze soll passieren bis zum 20. Oktober diesen Jahres. Und dann wollen wir schauen, welche Geschichten kommen da zusammen. Wir wollen ein Buch daraus vielleicht machen. Wir wollen deine Geschichte mit abdrucken, wenn du das möchtest. Also sei dabei, lass Alltagsrassismus keine Chance und keine Oberhand und lass uns gemeinsam das gestalten als viele, viele Mitgliedsverbände und werde Teil der Geschichte, wenn du möchtest.